Skyrim. Halt noch nicht laut, warum war das jetzt hier? Alles klar, Captain, wir haben wieder Energie. Warte mal, kommt da nicht der? Ja, genau der. Alles klar. Alles klar. Easy going. Natürlich. So, warte mal, hier mein Level-Up. Wo machen wir das denn mal? Gesundheit, sagst du? Alt. Ja. Verzauberung mal. Das Geräusch. Das klemmende Geräusch. Stimmt. Hier fehlt der notwendige Gegenstand. Ich kann mich erinnern. Wir müssen es erst zusammen. So treffen wir uns wieder. Ja. Was für eine Reise. In der Tat. Kommt. Ich muss sagen, ich bin froh, dass es vorbei ist. Das ist der letzte, oder? Es ist höchste Zeit. Wir treffen uns bei der Schmiede. Wissen wir denn, wo die ist? Wissen wir. Mehr oder weniger. Wir wissen zumindest, wo sie liegt. Eine Adeptentruhe. Oh. Wenn ich durch Gas drauf ist, kann es ja nicht gehen, ne? Mittlerweile habe ich auch mega Hunger. Was braucht man denn hier nochmal für? Da braucht man doch irgendwas dafür, ne? Hab's vergessen. Ich kann mich nicht erinnern. Das war auch irgendeine Quest. Okay. Ich kann mich erinnern. Man findet in einem Questverlauf so ein Teil, das kann man hier immer einsetzen. Bis dahin habe ich wahrscheinlich eh vergessen, dass man hier was einsetzen konnte. Das ist ja der nächste Knackpunkt. So, jetzt begeben wir uns mal zu der Ethereum-Schmiede. Das ist hier unten irgendwo. Hat sie das markiert eigentlich? Ne, hat sie nicht. Ja, die ist ja hier so. Irgendwo hier war die. Wir reisen mal nach Lager Spur. Ist da jemand?
wohl weggelaufen. Ugo ist tot, alles klar. Da habe ich damals übelst viele Ladestände verbraucht, um die endlich zu safen. Wer auch immer das getan hat, ich werde ihn finden. Oh, was ist passiert? Ja. Unser Stamm hat lange genug Aschekohle. Wir haben Malakata zurückgebracht. Alles klar. Wir bestraft werden. Weißt du, und jetzt kommt da wieder einfach so ein Riese und lässt sich da. Und die lässt sich von dem einfach easy wegklatschen. Na, Alter. Wie treff ich den denn nicht? Alter, du hässliches Kaffee. Mal so easy weggesnackt. Aber trotzdem werde ich das Video mal. Doc, jetzt hock dich doch mal hin. Ja, klar, der hat mich sofort wieder entdeckt, was der Huren so. Hat der. Alter. Das Video würde ich sagen, werde ich mir trotzdem mal angucken. Um mich zu refreshen, weil ich nämlich nicht mehr genau weiß, was das war. Jetzt habe ich das eine Ei aufgenommen und trage instant zu viel. Nee, sind sie nicht. Wäre mir jetzt neu, wenn die nicht alleine wären. Hier für eine Scheiße aufgenommen. Ausmisst mal ganz kurz. Über so einen scheiß Fallmabogen, oder? Nee. Ich hab schon vergessen, wo ich die Folge gestartet habe, Elisa. Oh Gott. Ich muss mir unbedingt mal so einen Zusatztimer einstellen oder so. Avancell. Ist das hier richtig? Ist Avanchenzell? Ja, ist doch hier nicht das Ding, oder? Unter diesem See, warte. Lass mich kurz schauen. Welcher ist denn das? Ist das der hier? Dann wäre das hier. Dann sind wir hier falsch. Also manchmal haben Riesen ja noch Dings dabei. Mammuts. Aber wenn die hier halt die Festung. Dann greifen wir. Wir sind hier falsch. Aber wenn ich ein Zell ist, eine ganz andere Quest. Die habe ich aber auch schon. Wenn die hier die Festung, das ist ja getriggert von der Quest, wo man Malakat jo. Ey, hier. Na schön, gebt mir eure Wertsachen, sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Das bezweifle ich. Geht nicht vor. Ihr seid so gut wie tot. Ja, glaube ich bis auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ja. Coole Glas-Dings. Zeit zu sterben. Gnade. Erstmal hinrichten. Alles klar, durchgeschossen. Vergoldete Elfenrüstung. Tja, eine Folterer-Kapuze, alles klar. Sehr große Ausdauer. Ist.
Hässliches Drecksvieh. Irgendwo hier. Markieren. Unbedingt ein Pferd. Was? Remember me und so. Ja, denn. Nur verdient. Ist das eine Jagdhütte? Willkommen zurück. Lass mich schon von irgendwelchen Symbolen ablenken. Ich will's einfach alles entdecken. Oh, ich kann kommen. Frokis Hütte. Froki? Froki? Froki kommt mir bekannt vor. Wer war denn Froki? Die kenne ich doch auch. Vielleicht ist auch eine andere Froki, wie ich denke, dass es ist. Ach! War der nicht wo ganz anders? Morgen. Sieh mal einer an. Hä, hey, der war doch wo ganz anders. Da kommt schon wieder so eine Stadtratte angekrochen. Ihr seid doch nicht hier oben, um dem alten Froki was von euren sogenannten Göttlichen zu erzählen? Was hast du denn gegen die? Das sind gestohlene Götzen. Falsche Götter von silbernen Zungen verkauft. Nein, danke. Froki wird Kühne nicht vergessen. Weder sie noch ihre heiligen Prüfungen. Was sind denn die heiligen Prüfungen? Das ist eine alte Tradition der Nord. Ein Test, um euch vor Kühne zu beweisen. Zeigt, dass ihr ein Jäger seid. Kein einfacher Metzger. Kühne lehrt uns, die Tiere zu achten und segnet den Jäger, der gewillt ist, gegen ihre Champions anzutreten. Nur jene sind wahre Nordjäger, die die Prüfungen überleben. Denkt ihr, ihr seid stark genug für Kühnes Segen? Ich würde diese Tradition gerne weitergeben. Ja, sag mal, was muss ich denn dafür machen? Ihr müsst Wächterbestien bezwingen, die von Kühne gesegnet wurden. Aha. Ich werde euch mit dem Symbol des Wolfes, der Krabbe und des Skevers salben. Das wird den Wächter herauslocken, wenn ihr sein Versteck erreicht. Hierhin müsst ihr gehen. Ist Humming euer so... Ja, und normalerweise ist er nämlich eigentlich unten in dem Tal und hat da seine Bude. Enkel. Er ist ein zäher Bursche. Seine Eltern waren in Helgen als... Naja, ihr wisst schon. Gefällt es euch denn das Hummingbeuchus? Früher war ich wohl kein besonders toller Vater. Dass er jetzt hier ist, ist so etwas wie eine zweite Chance. Er ist ein guter Junge. Was muss ich tun? Kehrt zurück, sobald ihr die Wolf-, Krabbe- und Skeverwächter bezwungen habt. Ein Wächterskever? Lacht nicht, Frischling.
Selbst die geringsten Kreaturen können die Schwachen und Überheblichen töten. Wir probieren es nächstes Mal mit mächtigeren Feinden, wenn ihr es überlebt. Okay. Alles klar. Also gut. Ich bin 11 Jahre alt und könnte es mit euch aufnehmen. Du könntest auch die Fresse halten und Pokémon Go spielen. So schlimm ist es nicht. Aber ich vermisse es, mit meinen Eltern in Helgen zu leben. Froki kann nicht kochen. Und hier kann man mit keinem reden. Du redest doch gerade mit mir. Ja, aber kein Wort darüber zu Froki. Ich glaube nicht, dass er das versteht. Was? Erzähl mir mal was über dich, Junge. Froki lässt mich noch nicht alleine jagen. Aber er redet immerzu davon, wie er sein erstes Reh im Alter von 11 Jahren erlegt hat. So ist das. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Alter, hat sich hinter mich geportet. Alles klar. Oh, there's a friend out there. Was ist er denn hier? Die Diener der Gelehrten, des Gelehrten. Das nehme ich doch gerne an mich. Normalerweise war die Bude von dem, also der Humming ist ja der am Anfang mit dem mit abhaut. Und die war eigentlich, dachte ich, auf dem Weg zwischen Helgen und hier. Kann auch sein, dass die Erinnerung falsch ist. Schade. Hat schon mal geklappt. So. Ich würde sagen, wir nehmen den Drachen noch mit, oder? Auf den hätte ich ja mega Bock jetzt. Ah, kommen wir so richtig hin. Ist die Frage, wer ist er? Also was ist er für einer? Sieht aus wie ein, also weiß ist er eigentlich ein Frostdrache. Können wir so einen geilen Sniper-Schuss machen. Ich rutsche. Hat ihn nicht tangiert. Entweder war er zu niedrig oder zu hoch. Ich sehe die nicht. I don't see them. Oder ich bin aber wirklich zu weit weg und er. Vielleicht ist. Aber oh, ich habe auch die Distanz schon geschossen. Hier habe ich die Markierung gesetzt, aber hier ist es nicht. Jetzt habe ich ein Nitro. Oh lol, dann fliegt er mir vorbei. Krasse Moves, Junge. Jetzt kann ich die ganzen Drachen noch nicht mitnehmen. Weil wir zu viel Stuff bei haben. Shit. Das ist natürlich schlecht.
Panikreaktion. Alles trinken. Ich weiß, die können wir eigentlich auch gut verkaufen, aber... Drachenknochen. Der wiegt ja einer 15. Drachenschuppen sind eigentlich seltener, die braucht man eigentlich eher. Da. Herbstwachturm. Musiksäule. Der Körper der Werwölfe. Töten, Todeszeichen. Würde ich gerade sagen, bist du überhaupt noch da? Weil eben noch ein Zuschauer war, jetzt ist aber mal drei. Das ist heilig hart. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich auch wieder fürs Zusehen. Was laber ich denn? Bedanke ich mich fürs Zusehen, verabschiede mich von dieser Folge und ich sage ciao.